Moin Ladies, willkommen zurück bei Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remastered. Ich glaube, das war die schnellste Ansage bisher in den jetzt 20 Teilen. Eine Sache möchte ich euch jetzt doch noch zeigen. Und zwar habe ich dem Spiel so ein klein bisschen Unrecht getan oder den Entwicklern vielmehr. Erstmal habe ich mir einen wunderschönen eigenen Skater erstellt. Sieht mir nicht wirklich ähnlich, aber ich habe mir jetzt auch nicht so viel Mühe gegeben. Aber nettes Outfit. Leider gab es keine Nike Jogginghose, sondern nur Adidas. Ich bin eher so der Nike-Typ. Was ich euch aber zeigen möchte, ist auf jeden Fall bei den Skate-Touren Ranked and Freeze Gate kann man einen Tempolauf machen. Und in diesem Tempolauf kann man dann doch nochmal alle Ziele erspielen, also alle Level-Goals. Zwar nicht so wie in der Karriere Standard, sondern auf Zeit, also man macht es eben so schnell wie möglich. Aber man kann eben nicht, wie von mir ursprünglich angenommen, das gar nicht mehr spielen, sondern es ist auf jeden Fall noch möglich. Und wir mal gucken, wie schnell wir das hier packen. Es war mir wichtig, dass ich das euch jetzt noch erzähle, nicht, dass ihr hier irgendwann Hass-Mails von Epic Games bekomme, dass ich das nicht bemerkt habe. Nicht, dass Epic Games jemals meine Videos gucken würde. Aber man weiß ja nie, was noch passiert. Jedenfalls versuchen wir hier gerade so schnell wie möglich alle Level-Goals einzusacken. Das sieht auch erstmal relativ vernünftig aus. Scheiße. Das wird Zeit kosten. Komm, einen haben wir noch. So, das haben wir alles. Da oben fehlt noch das T. Das T fehlt immer noch. Das T fehlt immer noch. Das T fehlt immer noch. Scheiße. Gut, den Lauf habe ich dann mal richtig versaut. Da haben wir endlich. So noch die Kisten oder war es das, oder? Ja, der ist jetzt eh versaut. Drei von fünf Kisten. Vier von fünf Kisten. Gewesen sein, ne? Ja. Ja, so funktioniert das ungefähr. Aber ich glaube, wir machen einfach noch einen Versuch. Neuer Versuch. Ja, der Anfang war gut. Stresst mich dieses, ne? Und den noch mit und den noch mit. Den Ranken, diese Kisten. Was fehlt jetzt noch? Da oben das T auf jeden Fall. Und ein paar Punkte wären nicht schlecht. Den T hüpfe ich auch mal vorbei. Blöderweise. Das war das Tape. Da ist noch eine Kiste. Da ist das T. Okay, was fehlt noch? Nur noch der Six-Score. Den machen wir mal schnell. So. 1 Minute 7. Das war bis jetzt der beste Lauf tatsächlich. Ich glaube, den lasse ich auch so stehen. Damit bin ich 1848. der Gesamtrangliste. Es geht auf jeden Fall noch schneller, auch ich würde es jetzt noch schneller hinkriegen, aber ob euch das jetzt interessiert, wenn ich hier tausendmal versuche, noch eine Sekunde rauszuquetschen, wage ich mal zu bezweifeln. Mal gucken, ob ich noch was Schönes finde, was euch interessieren könnte. Wenn dem so sein sollte, melde ich mich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.